So, jetzt kommt was anderes. Das ist da so ein Buch mit Erzählungen, die sehr unterschiedlich sind. Und ich lese mal die Titelgeschichte. Schlagt sie tot in den Wäldern. Das ist für mich auch irgendwie Neuland. Ich wollte ein wenig politisch werden. Etwas ist um uns herum. Es ist die Natur. Durchaus rätselhaft und beängstigend, schon weil einst Robin Hood hier lebte. In der Natur, in den Wäldern. Da durfte man mit Geld oder Gold nicht durch den Wald zur Sparkasse, aber auch nicht von weg, von der Bank weg, nach Hause durch den Wald. Nicht mit Geld oder Gold oder Edelsteinen. Auch nicht auf dem Pferd oder in der Pferdekutsche. Wegen Robin Hood. Der hatte auch ein Pferd, ein schnelles Pferd. Und Robin war ja nicht allein im Wald. Er hatte Anhänger und Nacheiferer, die besaßen auch Pferde. Und die nahmen gemeinsam mit Robin den Reichen das Geld und das Gold und sogar die Edelsteine fort und schenkten das den Armen. Den Hartz IV von damals. Da gab es noch keine Jobcenter, die den Leuten das anrechnen konnten, also abziehen vom Hartz IV. Da hatte der Arme noch was davon, beschenkt zu werden. So war das damals und ist das heute eben anders. Da ist ein Robin Hood im Wald überflüssig. Das Rad dreht sich weiter, seit es erfunden wurde. Nur wir sind noch immer hier im Wald. Hänsel und Gretel tragen Zöpfe und Bärte, haben sämtliche Hexen überlebt. Was wir im Wald zu schaffen haben, leben. Wir leben. Und beobachten sie. Sie, das sind die Pilze, die Waldpilze. Wir beobachten die Waldpilze nicht einfach so, weil wir blöde sind, verschroben oder zugekifft ins Blattgrün abgetaucht. Wir schauen auf die Pilze wegen der Menschen, die um sie herum sind, bei Tage und selbst in der Nacht. In der Dunkelheit nähern sie sich mit Nachtsichtgeräten, die ganz gewissen Pilzsammler der Moderne. Riesenkörbe haben sie geschultert, ganze Waschkörbe ohne Wäsche und ein Pilzbilderbuch baumelt neben Smartphone und Tablett-PC an einem Band vor ihren Bäuchen. Die Dinge stehen ordentlich vom Körper ab, weil die Bäuche Platz brauchen, viel Platz. Diese Bilder in den Büchern, was ist giftig und was nicht, mit Abbildung, aus verschiedenen Perspektiven, dem Pilz von allen Seiten zu Leibe gerückt. Es ist auch Text in den Büchern, Erklärungen, wie man die Pilze richtig abmacht, vom Waldboden oder vom Baum, von der Natur eben. Gerade so, als hätte sich der Pilz den Wald als Lebensraum gewählt, um von gierigen Sammlern gepflückt zu werden. Da hätte er direkt an ihrer Hauswand wachsen können, der Pilz, oder nicht? Oder etwa nicht? Die Rede ist hier nicht vom armen Mütterlein, dass sich 1 bis 4 Pilze nehmen fürs Brot daheim oder die selbstgefertigte Jägersoße. Das Mütterlein gibt es ohnehin nur noch im Märchen. Im Heute und Morgen kommt kein Mütterlein und auch kein Väterlein mehr vor. Die Rente ist viel zu knapp, um mal eben für ein paar Pilze mit dem Bus an den Waldrand zu fahren. Der moderne Sammler ist in aller Regel Politiker, getrieben vom inneren Auftrag, der da lautet, nimm mit. Und nimm erst recht mit, wenn die Dinge kein Preisschild tragen. Und wo steht schon etwas drauf im Wald? Im Forst, da gibt es keine Etiketten. Der Wald ist als Supermarkt noch nicht so recht entdeckt vom Kaufmann, noch nicht. Es muss doch endlich mal ein Ende sein mit dieser Gier aller Orten, selbst nun im Wald, mit der Pilzgier, Waschkörbe voll. Was haben wir getan, wir Menschen, mit unserer guten Zeit, unseren besten Jahren, die wir hatten und den ungeheuren Möglichkeiten? Und was tun wir noch für die goldene Zukunft, von der niemand mehr redet? Wir sitzen am Roulette-Tisch und freuen uns über den Gewinn, wohl wissend, dass wir nur auf Erden sind, um zu verlieren. Das Hexenhaus ist verfallen. Die Zeit ist darüber hinweggewuchert. Kein Jahr zählt hier im Wald. Hier gibt es nicht einmal einen Stromzähler. Noch nicht. Hinterm Baum sind wir manchmal, aber wenn sie kommen, sitzen wir im Baum, hoch oben im Geäst. Wir haben das Klettern gelernt und das Fallen, vor allem das Fallen. So sind wir jederzeit in der Lage, auf sie draufzufallen, während sie dem Champignon zu Leibe rücken. Wir warten, bis sie näher kommen und sich bücken zum Waldboden hin, mit ihren tragbaren PC-Geräten in Pilzbüchern und ersten Bandscheiben vorfällen. Wir schauen von oben auf sie herunter, wenn sie mit klammen Fingern das Pilzbuch umblättern und beim Pfifferling halt machen, freudig vor sich hin nicken und ausrufen, da sind welche, die kann man essen, ich nehme sie alle mit. Noch ehe sie zuschlagen, schlagen wir zu, von oben. Wir kommen durchs Blattwerk gerauscht, reiten auf dicken Ästen durch die Luft und treffen ins Genick. Vernichten Parasiten, denn du isst, was du bist. Auch der Pilz lebt von den anderen. Betreibt sein Leben lang Lobbyismus, in der Natur, im Wald, der Champignon und der Pfifferling ebenso. So findet sich, was zusammengehört. Geht daheim im Gegessenwerden eine Symbiose ein, übt Einfluss aus, lebt mit ihnen, von den Konzernen und Versicherungen, den Banken, der Energiewirtschaft, der Autoindustrie, hofiert von Springer und Burda oder auch nur von dem dicken Fokusmann, der immer so gemütlich tut, wenn er jubelnd mit dem Uli Hoeneß in eine Wurst beißt, weil der FC Bayern erfolgreich Fußball spielt. Und wir, Hänsel und Gretel, sind der Volksmund, repräsentieren den Volksmund hier im Wald, wie einst Robin Hood, und wir töten sie, Pilz ab, Kopf ab. Genickbruch. Auf diese Weise töten wir. Ein Himmelsritt im Sauseschritt. So fallen wir und bringen das Ende mit. Hey ho. Danke.
Dank.